Hallo, herzlich willkommen zu unserem Geschichtenzauber. Es geht tatsächlich weiter, wie schon vor den Sommerferien angekündigt. Und heute lese ich euch ein Buch vor, das heißt Her mit den Prinzen von Heinz Janisch. Und das ist aus der Bibliothek bei uns. Das könnt ihr dann auch dort ausleihen. Da sind auch noch von Heinz Janisch ganz schöne andere Prinzengeschichten drin. Heute aber her mit den Prinzen, mit freundlicher Genehmigung des Annette Beetz Verlages, in dem das Buch erschienen ist. Her mit den Prinzen. Es war einmal ein König, der hatte eine Tochter. Wer den Drachen in unserem Land besiegt, der darf die Prinzessin heiraten, ließ der König eines Tages verkünden. Aber Papa, sagte die Prinzessin beim Frühstück, bei uns gibt es überhaupt keine Drachen. Ach was, brummte der König, irgendein Drache wird sich schon finden lassen. Die Geschichte mit dem Drachen hat noch in jedem Märchen funktioniert. Zum Glück wurde schon 2 Tage später ein Drache in einer Höhle gesehen. Er ist nicht besonders groß, berichten die Boten. Ach egal, Hauptsache ein Drache. Her mit den Prinzen. Vor dem Schloss warteten 6 Prinzen. Immer diese Sache mit den Drachen, murrte einer. Das kenne ich schon. Zuerst der Drache, dann die Prinzessin. Einmal habe ich so lange mit einem Drachen gekämpft, dass wir beide vor Erschöpfung schon nicht mehr stehen konnten. Und dann kam der nächste Prinz an die Reihe und der sagte nur: Und der Drache fiel um. Und natürlich hat der die Prinzessin bekommen und nicht ich. Ich kämpfe schon seit Jahren gegen Drachen und verheiratet bin ich immer noch nicht, jammerte ein anderer. Das ist mein letzter Versuch, dann wechsle ich den Beruf. Der König erschien in einem prachtvollen Mantel, den er hatte extra anfertigen lassen, auf dem Balkon. Der Mantel war mit dem Kopf eines Drachen bestickt. Die Prinzessin versteckte sich hinter dem Vorhang und hörte zu. Wer befreit die Prinzessin aus den Klauen des Drachen? Rief der König mit bebender Stimme. Wer erlöst die Drachenprinzessin? Wer kämpft mit dem Ungeheuer um die Hand meiner schönen Tochter? Wer hat den Mut dazu? Die 6 Prinzen hoben müde die Hand. Einzeln wurden sie zur Höhle des Drachen geschickt. Ich habe das ewige Kämpfen satt, fauchte der Drache den ersten Prinzen an. Immer nur kämpfen. Lass uns um die Wette laufen. Du bist schneller, dann hast du gewonnen. Der Prinz war einverstanden. Sie rannten dreimal um einen großen Felsen herum, aber schon nach der ersten Runde hatte der Drachen den Prinzen überholt. Zum zweiten Prinzen sagte der Drache: Kannst du einen Handstand auf eine Hand? Wenn ja, dann hast du gewonnen. Der Drache machte es ihm vor. Der Prinz versuchte es auch. Aber er war viel zu ungeschickt und fiel auf die Nase. Der dritte Prinz bekam vom Drachen eine lange Feder in die Hand gedrückt. Wir werden uns gegenseitig kitzeln, sagte der Drache, und wer zuerst lacht, der hat verloren. Nach 12 Sekunden begann der Prinz, das Gesicht zu verziehen, dann kicherte er und schließlich lachte und lachte und lachte er, dass ihm die Tränen über die Wangen rollten.
Als der vierte Prinz zur Höhle kam, warf ihm der Drache eine Kirsche hin. Lass uns um die Wette spucken. Wenn dein Kirschkern weiter fliegt als meiner, dann hast du mich besiegt. Der Prinz freute sich. Im Weitspucken hatte er schon einmal gegen alle Prinzen des Landes gewonnen. Er stellte sich also auf und spuckte. Und sein Kern flog weit bis ins Land hinein, fast bis zum Fluss. Der Drache nickte anerkennend. Nicht schlecht, sagte er. Dann spuckte er. Sein Kirschkern flog und flog. Er segelte in einem hohen Bogen durch die Luft über den Fluss hinweg, weiter noch. Spielen wir Verstecken, sagte der Drache zum fünften Prinzen. Wer den anderen findet, hat gewonnen. Zuerst versteckte sich der Drache. Der Prinz lehnte sich an die Felswand, schloss die Augen und zählte bis 100. Und dann machte er sich auf die Suche nach dem Drachen, aber er konnte ihn nirgendwo finden. Der Drache sprang aus dem Dickicht. Jetzt bist du an der Reihe. Der Prinz versteckte sich, aber schon nach wenigen Minuten sah ihn der Drache auf dem hohen Baum sitzen. Kannst du Fußball spielen? Fragte der Drache den sechsten Prinzen. Hier ist ein Fußball. Wenn du 5-mal in die kleine Höhle da oben triffst, dann hast du gewonnen. Der Prinz legte sich den Ball zurecht und traf 3-mal in die Höhle. 2-mal prallte der Ball vom Felsen zurück. Der Drache holte sich den Ball, dann schoss er 5-mal genau in die Höhle. Die 6 Prinzen reisten beleidigt ab. Ich hab gewusst, dass das wieder nichts wird, sagte einer. Mir reicht's, brummte ein anderer. Ich kann schon keine Drachen mehr sehen. So macht das Prinzsein keinen Spaß mehr. Sie zogen davon und man hörte nie wieder etwas von ihnen. Nach 7 Tagen kam ein 7. Prinz. Auch er wurde zum Drachen geschickt. Der Drache blickte neugierig aus der Höhle. Der Prinz sah ihn lange an. Dann verbeugte er sich. Gegen einen Drachen mit so schönen Augen kämpfe ich nicht, sagte er. Tut mir leid. Er drehte sich um, ging zu seinem Pferd und ritt ins Schloss zurück. Aus der Hochzeit wird nichts, sagte der Prinz zum König. Gegen einen Drachen mit so schönen Augen will ich nicht kämpfen. Noch bevor der erstaunte König antworten konnte, wurde die Tür zum Schlosssaal weit aufgerissen. Alle wichen erschrocken zurück. Der Drache stürmte den Saal. Hilfe! Wache! Zu Hilfe! Rief der König. Der Drache nahm vorsichtig seinen Kopf ab und die Prinzessin kam zum Vorschein. Ich war der Drache, sagte sie, die ganze Zeit über. Ich wollte mir die Prinzen anschauen, die um mich kämpfen, aber leider hat mich keinen von ihnen interessiert. Aber der da, sie deutete auf den Prinzen, der hat mir gefallen. Der Prinz blickte verlegen zu Boden.
Kannst du Fußball spielen, Kirschkerne weit spucken, dich gut verstecken, schnell laufen und einen Handstand auf einer Hand? Fragte die Prinzessin. Naja, geht so. Bist du kitzlig? Fragte die Prinzessin. Sehr sogar, sagte der Prinz. Die Prinzessin dachte kurz nach. Macht nichts, seufzte sie. Ich mag dich trotzdem. Von mir aus können wir heiraten. Ich meine, wenn du mich haben willst. Und ob ich das will, sagte der Prinz und wurde rot. Der König wischte sich den Schweiß von der Stirn. Na, endlich! Schon am nächsten Tag wurde geheiratet. Im ganzen Land sprach man von der Drachenprinzessin und ihrem Prinzen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann... Das war die Geschichte Her mit dem Prinzen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und am nächsten Freitag seht ihr hier auf unserem YouTube-Kanal wieder eine neue Überraschung, eine neue Geschichte. Lasst euch überraschen, guckt wieder rein und bis bald.